Herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück zu unserer feinen kleinen Küchensendung Held und Herd. Liebe Leute, wir haben heute wieder einen musikalischen Gast da aus der Bundeshauptstadt. Wer gerne im Spätabend im Fernsehprogramm um ein Dumm zippt, wer gerne auf Festivals geht und wer was auf musikalische Völkerverständigung hält, kennt ihn. Es ist das Oberhaupt der Band Ruskaya. Herzlich willkommen, Georgi Magazaria. Hey! Da. Yeah, danke für die schönen Worte. Ja. Danke für die Einladung, Krauli. Es ist mir eine Ehre. Danke fürs Dasein. Apropos musikalische Völkerverständigung, wir tauschen uns heute kulinarisch aus, oder? Ja, wir tauschen heute kulinarisch aus und werden es aber nachher besingen. Das klingt sehr vielversprechend. Ja, ja. Ich sehe das als Versprechen, ja? Ja, machen wir was. Wir legen los. Sag mal, was gibt's heute? Was ist vorbereitet? Wir kochen heute was aus meiner Heimat, und zwar ein Borsch. Mhm. Wobei ich komme aus der Sowjetunion. Und damals waren alle Länder, bei denen die jetzt drauf bestehen, dass das jetzt ukrainischer Borsch ist oder russischer Borsch ist oder polnischer, irgendwie dieser Borsch. Wir sagen, wir machen einen osteuropäischen Borsch. Ja, rote Rübensuppe. Super. Ja. Sehr spannend. Genau, wir haben jetzt erst vor Sendebeginn da schon rote Rüben aufgestellt, weil die dauern natürlich ein bisschen länger, gell? Ja. Das ist schon vorbereitet. Rote Rüben, wir haben jetzt große, relativ große rote Rüben. Ja, genau. Ja. Ja, aber die sind sehr saftig und schmackig. Ja. Ja. Und die kochen circa 40 Minuten vielleicht. Ja. Ja. Aber haben wir sie gestückelt? Hast du die gestückelt? Nein, ich habe sie also ganz rein da. Ja. Okay. Aber ich glaube, dass sie gar nicht mehr so lange haben. Ich sage, die stehen dann jetzt 10 Minuten, geben wir ihnen noch 30 Minuten, 25 Minuten und dann können wir voll loslegen. Okay. Ja. Gibt es in der Zwischenzeit schon was zum Vorbereiten, oder? In der Zwischenzeit bereiten wir den Rest vor. Ja. Das ist, wir machen heute einen vegetarischen Borsch. Sehr fein. Man kann auch mit Fleisch machen. Also mit Fleisch wäre das Ganze einfach ein Suppenfleisch kochen. Da entsteht einfach diese Suppenfleischbrühe. Ein Topf. Ja. Genau. Wir machen das mit Gemüse grün. Mhm. Ja. Und fangen wir mal an. Ja. Also die Karotten sind sicher bio. Das heißt, ich würde sie gar nicht schälen. Alles bio. Ja, genau. Ja, machen wir das so. Ja. Das heißt, wir brauchen sie gar nicht schälen, das heißt, wir reiben die Karotten. Alles klar. Das kann man schneiden und würfeln im Prinzip, so wie normal in einer Gemüsesuppe. Ja, ja. Das alles. Und da machen wir mal jetzt eine Basis fürs Bouillon. Und drinnen, in dieser Basis fürs Bouillon, werden wir die Kartoffeln schon gestückelt kochen. Gewürfelt, ja. Gewürfelt, ja. Ist eh dasselbe, ja. Ja, mein Deutsch wird immer besser. Super. Vielleicht wird halt mein Russisch auch noch gut. Ja, ich habe heute von dir schon ein Wort gelernt, wie heißt das? Reiben, wir sagen in Wien ein Reiben, Reiben. Und du sagst das in Wien. Hachel. Hachel, ja, Hachel. 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 Ja, das muss ich mir merken. Hachel. Alles klar. Hachel. Ja, die lassen wir gleich da, weil die brauchen wir für die Karotten, hast du gesagt? Genau, gell? Ja. Soll ich würfeln, oder was? Sellerie wird gewürfelt, hast du gesagt? Ja, bitte, Sellerie wird gewürfelt. Ja. Das auch, kann man im Prinzip, ja, auch ein bisschen würfeln. Würfeln. Schale lassen wir oben, hast du gesagt, gell? Weißt du, was wir machen können? Wir nehmen nämlich für die Brühe, pass auf, tun wir die auch würfeln und, okay, die größeren und diese würfeln. Reiben wir dann. Alles klar, perfekt. Und diese reiben wir und die kommen dann zusammen mit roter Rübe, ja, auch gehachelt. Gehachelt, ja. Gehachelt, ja. Ja, genau. Genau, das wird gehachelt. Das wird auch nämlich als Würfel gewürfelt. Willst du den ganzen Sellerie nehmen? Wir kochen ja für viele einen Riesentopf. Ja. Sollen wir den Topf zeigen? Den Topf. Hol mal einen Topf raus. Ja, das ist ein Topf. Ja, normal macht man eigentlich einen Borsch, oder? Borsch. Macht man in einem großen Topf, oder? Genau, Borsch macht man in einem großen Topf, weil du kannst nämlich diesen Borsch länger dann essen. Ja? Stellt man am Balkon und dann jausnet man eine Woche dahin. Das ist wie bei uns Gulasch. Im Prinzip wie Gulasch. Und ist das bei euch auch so? Also bei uns sagt man, wenn es Gulasch 2-3 Tage kalt steht und du wärmst das immer wieder auf, wird es nur besser. Wird es ein bisschen, ja. Ist das, also es wird intensiver. Ja, beim Borsch ist das ein bisschen so, ja. Ja, super. Ja. Cool. Es gibt ein paar Tricks beim Borsch, die man beachten muss, ja, und es gibt ein paar Geheimzutaten. Ich habe heute mitgebracht ein paar Kräuter. Ja. Die werde ich dir alle im richtigen Moment mitteilen. Okay? Ja, super. Ich verlasse mich kulinarisch halt voll und ganz auf die. Okay, sehr gut, ja. Pass auf, das tun wir auch so ein bisschen klein hacken. Die Hände habe ich vorher gewaschen und desinfiziert.
Sehr fein, ja. Das ist sehr modern geworden, das Händewaschen, gell, in letzter Zeit. Ja, aber ich mache das. Also in der Küche war das eh immer schon populär, aber Händewaschen gehört jetzt voll und ganz dazu. Zum guten Ton. Genau. Ja. Du, was ist momentan los in der Musikszene? Du, gerade eigentlich eine Katastrophe, ja, im Prinzip. Ja. So eine mittlere, aber... Eine mittelgroße Katastrophe. Wie soll ich sagen, weißt du... Das ist jetzt der Moment, wo man schauen muss, okay, wie überlebt man? Ja, ja, wie schlägt man sich durch? Weil natürlich, ja. Also speziell bei mir, also ich habe ein paar Projekte, ich habe zwei Projekte, Hauptprojekte, also Ruskaya, meine Hauptband, ja. Ja, die man von Willkommen in Österreich kennt, die eigentlich hauptsächlich von Live-Konzerten lebt. Ja. Natürlich, ja. Und dann habe ich noch ein anderes Projekt, heißt Russian Gentleman Club. Ja, genau. Von dem werde ich so ein paar Songs heute spielen. Super fein. Die kann man ganz einfach mit einer Gitarre, mit akustischer Gitarre und so. Das sind so russische Hodern sozusagen. Hodern. Jawohl. Ja? Wie sagst du zu Hodern? Ja, ja, Hodern. Ein Hodern. Ja, genau. Ja. Du, stimmt die Größe? Passt das eh so? Wunderbar. Passt das? Jawohl. Super. Pass auf, das tun wir dann. Ein paar Hodern. Ja, bei uns sagt man auch Hodern. Auch dazu. Das kommt dann alles in die Suppe quasi, da? Ja, das wird aber ein Klon da jetzt, gell? Aber für das geht es ja aus. Macht man einen schönen Gupf drauf. Ja. Und jetzt die zwei Karotten, haben wir gesagt, gell? Ja, genau. Ja, okay. Ja, also es ist, betrifft gerade die ganze Musikszene natürlich auch das ganze Thema. Also mit Live tut sich gar nichts. Es sind jetzt auch alle Termine wahrscheinlich auf 2022 umgeschrieben worden, oder? Es sind auf 2022 die viele Festivaltermine, also ja, die meisten. Was traurig, also was schade ist, weil zum Beispiel manche Touren, also wir hätten eine sehr, sehr schöne Support-Tournee gefahren mit einer großen Band und diese Tour wird wahrscheinlich nicht stattfinden können, mhm, und die Band kann es nicht, also es wurde schon einmal verschoben, ja? Das heißt, ja, noch ein zweites Mal wird es nicht mehr verschieben können, das heißt, leider wird die wahrscheinlich ins Wasser fallen. Wahnsinn, das fällt überhaupt gleich ins Wasser da, ne? Ja, das ist unglaublich. Ja. Ja, und die ganzen Booker und Management und so, die schwitzen jetzt alle, gell? Also Booker und Management, ja, schwitzen. Die sind sehr, sehr gefordert, oder? Aber im Prinzip, ja, die haben jetzt eigentlich einiges zu tun, weil das natürlich eine ziemliche Koordination mit Verschiebungen und so weiter stattfindet. Ja. Absagen, Koordination, weil Termine, die sich überlappen dann, weißt du? Wir haben zum Beispiel ein Konzert gehabt, das wäre irgendwie in Deutschland, in der Nähe von, in Bayern, irgendwo... Wo war denn das genau? Auf jeden Fall irgendwo in Bayern. Und da ist ein Konzert, wurde so verschoben, ja, dass der jetzt in der Nähe von einem anderen Festival ist, der eine Stunde entfernt ist, ja, also am gleichen Wochenende. Das heißt, es ist eigentlich... Ja, Wahnsinn. Eigentlich geht nicht. Da mussten wir uns entscheiden, okay, welches spielen wir. Ja. Ja, und haben uns, ja, das ist dann... Das ist super schwierig, oder? Aber schau, in Wirklichkeit muss man schauen, okay, was macht man? Was macht man in der Zeit? Ja? Irgendwie, wir haben beschlossen, wir werden einmal ein paar Sachen machen. Also ein neues Album schreiben, neue Songs schreiben. Ja, neues Album. Gibt es da Neuigkeiten? Es gibt Neuigkeiten, aber insofern, dass wir einfach dran arbeiten. Also wir haben schon ein paar Songs, also die ersten drei Songs sind schon in der Reißen. Und wir haben im Prinzip so eine Strategie, dass wir... Weißt du, das Baby existiert bereits. Das Baby, sagen wir, der Samen wurde gesetzt. Gesetzt. Ja, gesät. Ja, genau. Ja, super. Ja, so, ja wenn es drei Nummern gibt, ist sehr fein. Also, ja, also die ersten drei. Es gibt schon natürlich mehr Ideen. Ja, und wir machen eins nach dem anderen. Die Idee ist, sich auf ein Album zu stürzen mit Promotion, sondern regelmäßig ein paar Singles. Also werden jetzt im Januar planen wir, das Album rauszubringen. Und bis dahin werden wir schauen, dass wir jetzt 5, 6 irgendwie Singles rausbringen mit Videos, pipapo, mit neuen Merch dazu. Sehr fein. Also ihr strahlt immer so drüber. Genau, genau. Also das ist im Prinzip jetzt der neue Weg heutzutage. Ja? Also irgendwie, weil der CD-Verkauf und überhaupt Albumverkauf, der sinkt rapide immer noch. Ja. Und ja, da muss man eben schauen. Und diese Singles und mit diesen Streaming-Plattformen, das ist auch irgendwie, das ist, erlebt gerade ein Wahnsinnswachstum. Ja, ja. Ja, das hat sich ja natürlich auch jetzt in dieser Zeit und im letzten Jahr alles ein bisschen umgestellt, oder? Das ja. Da passiert einiges. Und da muss man, glaube ich, als Band irgendwie
schauen, wo ist der Puls, wo geht die Reise hin, wo bewegen wir uns hin. Auch vom Proben stellen wir es sehr schwierig vor. Wie wird geprobt bei Ruskaya momentan? Naja, ist es so, dass Ruskaya durch Willkommen Österreich eh einmal die Woche zusammenkommt. Ja. Zusammenkommt, ja. Mhm. Und wir haben bei Willkommen Österreich so quasi unser, so eine Art Backstage, wo wir so verschiedenste Sachen planen, organisieren. Ja. Mhm. Und dann haben wir einen Proberaum und ja, zurzeit, es geht sich nicht viel Proben aus, trotzdem wir schauen, dass wir jetzt einmal die Woche irgendwo proben. Ja. Ja. Also Proben finden nach wie vor direkt statt, ja, wo man sie miteinander sieht und ja, spielt. Ja, es ist wichtig, es ist, weil weißt, also das ist der Motto der Band, ist der Proberaum und das Zusammenstellen. Ja, und das ist der Puls. Da entstehen Ideen. Ich brauche zum Beispiel das unbedingt, wenn ich zum Beispiel einen Song, so sagen wir, unser Gitarrist, der schreibt viele Ideen, er schreibt irgendeinen Riff. Und ich höre das, ich kann schon zu Hause irgendwas dazu ausdenken, aber viel geilere Stimmung, wenn ich im Proberaum stehe und die Leute das einfach anreißen und ich dazu hinkt. Und dann kommt es. Dann geht's dahin. Ja. Du musst ihn spüren einfach dein Gegenüber, oder? Du brauchst ihn direkt. Ja. Ich brauche die Soundwucht, ich will, dass Schlagzeug zu laut ist und solche Sachen. Genau, ja. Sicher. So, jetzt auf einmal ist alles geschnippelt. Sammelst du so schnell geht's. Nur das, ja, aber das reiben wir. Das reiben wir? Soll ich das gleich anreißen? Schneiden wir vielleicht den auch noch. Das wäre ein riesen Eintopf. Sehr fein. Davon ist ein bisschen zu viel, aber oder nehmen wir dann das auch als Ganze rein. Wie du sagst. Nehmen wir das als Ganze rein. Dann schneide ich den noch. Ja, bitte den noch vielleicht und die Karotte. Ja, du hast gesagt, diese Suppe macht man, das Originalrezept ist nicht vegetarisch. Da nimmt man normal Rindfleisch oder was nimmt man da in Russland? Es gibt verschiedene Varianten, ja. Aber die nicht vegetarische Variante, also ich würde jetzt sagen, sag mal immer osteuropäische. Ja, genau. Ja, so haben wir uns geeinigt. Zum Beispiel, ja. Es gibt eine Version, wo man Speck reingibt sogar, ja. Also ja. Ein bisschen anrüsten und Speck rein, ja. Es gibt eine Version mit Fleisch, wo einfach ein Stück Fleisch, ein Suppenfleisch gekocht wird, dann aber rausgenommen, dann wird der Rest gekocht und dann dieses Fleisch wird dann auch gewürfelt und am Schluss serviert. Also das heißt, okay. Du nimmst dir halt so viel, wie du möchtest, der Fleischmenge. Ja. Ja. Aber die Bouillon, die bleibt über und die wird wieder für die Suppe angesetzt. Und das wird dann die Suppe. Ja. Ja. Es gibt ja auch eine lustige Sage in Russland, also eine russische alte Weisheit, heißt Sup istapara. Ja, das heißt eine Suppe aus Axt. Und diese Sage besagt, dass eines Tages ein Wanderer in einem ist irgendwo durchgewandert und ist irgendwie bei Leuten angekommen, war total müde, war hungrig und es kamen gute Leute. Ich habe einen langen Weg hinter mir, bitte habt ihr irgendwas zum Essen? Und die sagen, hey, wir würden dich so gern verpflegen, aber wir sind selber so arm, wir haben nichts. Und er sagt, und wir haben selber Hunger. Und er sagt, Moment, es gibt doch die Suppe aus der Axt. Tapor heißt Axt. Mhm. Und sie sagen, was, eine Suppe aus der Axt? Was ist eine Suppe aus der Axt? Und sagt, na, haben Sie eine Axt? Und sie sagt, ja, natürlich haben wir eine Axt. Haben Sie einen Topf? Okay, haben wir einen Topf. Und er nimmt den Topf. Gießt Wasser rein, tut die Axt rein und sagt, okay, was könnte man machen, damit die Axt ein bisschen besser schmeckt? Ah, haben wir da noch irgendwo eine Zwiebel? Dann hat er dort eine Zwiebel geholt. Ja, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Kräuter dort im Garten. Ah, da sind diese Kräuter. Was haben wir vielleicht da? Ah, in der Erde noch, graben wir, suchen wir vielleicht noch ein paar Kartoffeln vergessen. Haben sie, weil früher hat man sich selbst versorgt. Ja. Ah, gut, gefunden, 3, 4, 5 Kartoffeln. Tschak, alles rein und dann... So alle möglichen Kleinigkeiten, so wie es im Prinzip da jetzt hier sich ankündigt. Ja? Alles, was man gefunden hat, kommt in diese Axtsuppe, damit die Axt besser schmeckt. Weißt du? Und am Ende, das ist so, am Ende haben sie dann eine schöne Mahlzeit. Sehr fein. Für alle. Ja? Super schöne Geschichte. Para. Reimen wir das so, oder? Ja, ja. Oder super. Kann ich das schreiben? Oder ja, bin ich bitte. Ja, ja, du kannst alles so schreiben. Die roten Rüben kochen dahin, das passt auch perfekt. Ja, die sollen wir, vielleicht sollte man schon, eigentlich kann man mit dem großen Topf. Sollen wir losstarten? Kann man auch schon starten. Ja, brauchst du Wasser? Ja, ein bisschen Wasser. Wasser. Ist jetzt sauber, oder? Oder schaut, da ist irgendwas Weißes. Ui, da ist ein Staub drinnen. Ja, den waschen wir uns aus, kein Problem. Ist wahrscheinlich ein bisschen Staub von der Axt. Axtstaub, ja. Genau.
Hey. Ein Topf Wasser, schau dir das an. Wahnsinn, das wird aber ein gescheiter Pott. Ja, das ist ja für viele Leute, ja. Ja. Für komplette Crew. Ja, für die ganze Crew und eine ganze Woche lang. Ja, genau. Ich glaube, wir schaffen heute viel. Ja? Ja. Ich glaube auch. Gibt's, glaubst du, heute noch einen Wodka später? Vielleicht einen kleinen, so. So ein Shot? Ja, vielleicht so. Zu. Oder ist es schon gang und gäbe, dass man da ein bisschen am Wodka trinkt? Ja, durchaus, ja. Also, Wodka wird gerne getrunken in Osteuropa. Natürlich nicht nur. Hier auch zulande. Ja. Ja. Kann man sich schon gönnen ab und zu. Ja, man darf nicht übertreiben damit natürlich. Ja, also man braucht ja eine Unterlage, oder? Man muss eine Unterlage, man empfiehlt sich natürlich, wenn man vorher einen kleinen Stampel trinkt und dann eine Dreiviertelstunde wartet, eine Stunde, eben für Unterlage sorgt und so, und nachher kann man dann Party feiern irgendwie, wenn es ausarten soll. Ja. Dafür trinkt man ein bisschen mehr, weil da natürlich beim ersten Wodka der Organismus sich einstellt, irgendwie auf Alkoholeinnahme. Der Körper macht so. Ja, aber okay. Also man signalisiert mit dem ersten Drink, es geht, ja, genau. Es geht dann los. Genau, und erst beim dritten, vierten macht der Körper so. Sehr gut. Hey, haben wir da volle Hitze? Los geht's, was brauchen wir als nächstes? Lass uns die Kartoffeln. Kartoffeln? Schälen und klein schneiden. Hopp, die schneiden. Und sie kochen, genau. Ja. Kann man das jetzt schon rein tun oder darf man das erst, wenn es kocht? Kartoffeln brauchen eine Spur länger, deswegen würde ich das mit den Kartoffeln starten. Mit Kartoffeln starten. Die schälen wir aber jetzt schon, oder? Genau. Ich komme aus Sowjetunion, dort wird sehr viel Kartoffel geschält. Ja. Ich darum, ja. Habt ihr da eine Wettbewerb? Das ist eine Challenge. Wir machen Kartoffel-Challenge. Eine Ruskaya, wir müssen alle Feld und Herd. Genau. Kartoffel-Challenge. Und wir müssen im Prinzip die alle schälen. Auf 3. 2, 1. Scheiße. Da bleibst. Der darf nichts mehr drauf sein, oder wie? Das schmeißt mal vorsichtig, aber nur mal drüber. Schau. Wow. Okay, momentan ist Gleichstand. George ist sehr grazil beim In Wahrheit ist Pauli fährt ziemlich drüber. Ist ein Gemeinschaftsprojekt einfach, oder? Genau, sicher. Der Ehrgeiz. Ja, aber ein bisschen Competition gehört dazu in der Küche. Muss schon sein. Sicher. Der Effekt bei dieser Competition ist, sind dann schnell die Kartoffeln geschält. Ja, ja, aber der Gewinner, der zählt nur, wenn der noch alle Fingernägel und Hautfetzen drauf hat. Jetzt haben wir die Kartoffeln vermischt. Wie viele ja, aber wir haben es mit alles auf Bild gebannt. Ja. Ach so, ja. Ja, der Chris ist ja mit seiner Technik so modern, wir werden das unten einblenden. Absolut, absolut. Interessante Techniken kommen dazu. Ich gehe da jetzt da rum. Sehr, sehr interessant. Ja, nein, Moment einmal. Kein Cheating. Ja, aber dann hat jeder sein Topferl, das ist doch fair. Ja, stimmt, wir verstehen uns beim Topf schon ein bisschen. Weißt du, man darf beim Anstellen, muss man ein bisschen Abstand lassen. Schau, die kleinste dauert am längsten. Irgendwie. Ja, das ist so, weil die am unhandlichsten ist. Was ist das Gefühl während dem Schälen? Ah, das ist ein schönes. Pure Konzentration. Siehst du das nicht, Chris? Ein befreiendes Gefühl, ein Alpha-Zustand oder ist das ein Delta-Zustand, wo man reinkippt und ist schon Abend. Na, ich kann mich erinnern, ich war in Sowjetunion im Pionierlager und dort ist Kartoffelschälen eine Strafe natürlich, ja, leider. Es ist so, dass wenn du irgendwas angestellt hast, musst du Kartoffeln schälen, aber nicht da die 8 Stück, ja, sondern einen halben Tag sitzt du da und schälst fürs komplette Lager. Ja, aber recht oft hast du keine Strafe gekriegt, schaut's aus. Ja, ich war relativ brav. Aber schau, doch ein paar Mal bin ich ausgeartet. Und war dann Wodka in Verbindung mit ausgeartet? Nein, da, ich war damals noch. Das gibt's ja nicht. Sag ich ja. Wir sind weg. Gewonnen hat Freundschaft. Ja, genau. Oh. Freundschaft hat immer gewonnen. Wir haben geschälte Erdäpfel, da passt ja genau. Und die schneiden wir jetzt, oder? Genau, die schneiden wir ein bisschen. Da gehen wir es jetzt aber wieder ein bisschen easy an. Die machen wir langsam ohne Challenge, oder? Ja, ja, wenn's. Ja. Dann machen wir Würfeln. Perfekt. Sonst wird der Platz klein, gell? Nein, das passt. Weißt du, vom Militär geredet hast, das schaut aus, wie wenn wir FS Militär kochen, gell? Ja, im Prinzip. Ja, aber. Pass auf, dies kommt da später rein.
ich mache mir da jetzt ein bisschen einen Platz. Ja, wobei die kommen mit dem rein. Ja, ja, aber das passt da leider nicht mehr drauf. Nicht mehr drauf, ja, okay. Und die tun wir auch noch, das ist ja, das lassen wir nicht über, das machen wir dann später noch, wenn das drin ist. Ja, das können wir dazu schmeißen. Würfeln wie in Sellerie? Vielleicht ein bisschen gröber. Ja? Nur halbieren, oder? Ja, so, ja, ja, irgendwie noch einmal und ja, reicht. Ja, das passt es? So. Ja, du musst sowas, das sagen. Ja, sowas. Ja. Wie lange werden die roten Rüben eigentlich noch brauchen? Da haben wir jetzt bald die halbe Stunde. Ja, ich glaube, dass das sehr gut einhergeht. Wenn wir da mit den Erdäpfeln fertig sind, werden die roten Rüben auch fertig sein. Wir haben ja alles getimed. Du tust, im Prinzip schaust du mit der Gabel dann, ob die roten Rüben halbwegs schon irgendwie weich sind. Ja. Die sollen nicht zu weich sein, es soll irgendwas dazwischen sein. Ja. Ja. Du, Georgi, kommt da Salz rein ins Wasser oder bleibt das neutral dabei? Salz, ich versuche in letzter Zeit weniger zu salzen. Alles klar. Ja, aber ein bisschen Salz gehört schon rein. Ja. Ja. Weil ich mache dann lieber, ich stelle am Tisch dann Salz und jeder macht individuell, weil das machen die Leute oft, aber bevor das, sie kosten. Ja, weißt ja. Du? Aber ein bisschen Salz gehört schon rein, oder? Dass da, Salz, ja. der Geschmack reingeht. Auf jeden Fall. Chris, danke dir. Wie viel da mal rein? Ja, so eine halbe. Ja? Ja. Wirklich? Ja, da tun wir noch ein bisschen mehr rein. Alles klar. Ein großer Topf. Ja. Ja, weil du gesagt hast, du salzt recht wenig in letzter Zeit. Wird da zu Hause viel gekocht momentan, oder? Weil die Zeit ist da. Es wird viel gekocht, ja. Weil wir sind jetzt alle zu Hause, wir essen. Jetzt nur noch zu Hause, ist eh klar. Weil, ja, wir haben vier Kinder und das sind natürlich, ja. Und drum kochst du in so große Dimensionen. Ja, schon, also das ist echt praktisch. Der Borsch ist praktisch für ein Zeitl, weil da musst du nicht mehr überlegen, okay, was mache ich, was koche ich heute. Ja. Ja. Es ist natürlich dann auf Dauerfahrt nur den Borsch zu essen, ist eh klar. Aber, ja, ist klar. Aber es geht. Deine Haare, der Nico. Muss aber ich schuld sein. Entschuldigung. Es ist der daran schuld, ist nur der Wein. Und der Graule. Ja, schaut das jetzt deppert aus, wenn sie vorher mal um sind. Nein, ist wurscht. Ja, das ist modern heutzutage, solche Hardcards. Outtake passiert auch mitten während der Sendung. Ja, genau, freilich. Oder wir spezialisieren uns nur noch auf Outtakes. Irgendwie war ich da der Kandidat dazu. Müsst du auf den Trailer anspielen. Die Kräuter kommen heute auch noch zum Spiel, gell? Hast du zuerst ja, schon gesagt? Ja, 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 Kräuter. Also Kräuter ist überhaupt, also russische Küche und osteuropäische Küche ist sehr, sehr kräuterreich. Ja. Und wir machen, also viele machen, genau, das ist gut, dass du das sagst, viele tun Kräuter schon in die Suppe rein und das kocht dann mit, ja. Ein bisschen, ja. Und wir machen das anders, wir tun die Kräuter frisch schneiden, also hacken, ja. Und geben das erst am Schluss in den Teller rein. Ja? Okay, also jeder nimmt sich dann persönlich runter, genau, wie er will. Ja, ja. Und ich nehme zum Beispiel sehr viel Kräuter und manche wollen noch ein bisschen Kräuter. Ja, ja. Jeder wie er will, gell? Aber ganz es schmeckt individuell. Sehr, sehr gut mit viel Kräuter. Ja. Ja. Das ist super. Wirklich. Und das ist, ich freue mich jetzt schon drauf. Knackig und wirklich, wirklich ganz toll. Ja. Wie lange bleiben jetzt die Erdäpfel oder die Kartoffeln da alleine drinnen? Ich würde sagen, lassen wir es einmal aufkochen, ja? Und dann tun wir diese Wurzelgemüse dazu. Ja? Ja? Und dazwischen reiben wir das hier. Ja. Und lass uns mal schauen, wie die mit der Gabel oder so irgendwie. Ja, ein bisschen brauchen wir. Aber schaut schon gut aus. Schaut schon sehr gut aus, ja. 5 Minuten hätte ich gesagt. Ja, ja. Ja, das ist ja super hingetimt. Ja, das braucht man nicht mehr. Willst du da noch was? Ich würde die zwei Sachen schon, das ist ja schade drum. Die machen wir alle. Die machen wir alle. Sicher. Die haben wir noch dazu. Und den Zwiebel. Siehst du, den Grünzwiebel könnte man auch eigentlich, oder da haben wir Schnittlauch, Grünzwiebel. Den können wir in einer extra Schüssel da. In einer extra Schüssel. Kräuter und den Frühlingszwiebel, genau, dazu. Genau. Jeder nimmt sie runter, was er braucht. Okay. So machen wir es. Apropos Zwiebel. Zwiebel, ja, brauchen wir dann auch noch, gell? Kraut, ja, und Zwiebel fördern uns für unser Rezept. Genau, wir werden haben noch, es ist nämlich so, dadurch, dass wir so eine große Menge haben, ja, werden wir in zwei Pfannen, genau. Ja. Pfannen arbeiten. In einer Pfanne werden wir machen Kraut. Ja. Okay. Und wir machen das heute nicht nur die weiße Kraut. Normalerweise kommt weiße Kraut rein, ja, aber ich habe vor kurzem entdeckt, die rote Kraut ist auch sehr geil. Ist super. Ja, ja. Also vor allem steht es ja in Harmonie vor der Farbe mit roter Rübe. Ja. Genau. Genau, und wir machen. Also eigentlich kommt normalerweise eine ganze rein. Ja. So, das ist die richtige Größe. Gute. Ja, aber wir kochen eh für 4 Fußballmannschaften, das heißt, wir kennen beides rein. Beide scheinen einfach. Ja, wäre eine große Pfanne schon, ja.
Zeig dir die einmal. Ja, super. Oder? Ja, da super. Gehen sie zwei Graukäse aus. Ja. Ideal. Optimal. Gut, dann machen wir so. Und dann hast du gesagt, Zwiebel extra, oder? Da nehmen wir dann die Pfanne. Und die andere Pfanne, also das ist Kraut, und die andere Pfanne kommt Zwiebel, rote Rüben, auch gerieben, gechechelt. Kachelt. Kachelt, ich krieg das noch hin heute. Ja, ja, da bin ich überzeugt. Und die Karotten. Ja? Perfekt. Da kommt noch ein bisschen Tomatenmark. Hast Tomatenmark? Habe ich, ja. Freilich. Du hast mir Listen geschickt, ich habe alles besorgt. Ah, super, ich sag das. Super. Schau her, selber gemachtes Tomatenmark. Mann, super. Das stelle ich auch schon her. Darf ich das kurz? Das ist super. Super. Ich fahre gerne mit dem Finger rein, wir haben uns ja alle die Hände gewaschen. Probieren wir, ja. Das ist wirklich gut. Ja. Es ist so fruchtig einfach. Mir taugt das voll. Optimal, sehr gut. Ja. Ja. Alles klar, wie gehen wir vor? Wir warten jetzt eigentlich nur noch, dass das aufkocht, oder? Dass ein bisschen aufkocht. Wir könnten das noch so à la Bouillon, dieses Weiße, ein bisschen wegtun. Ja, abschöpfen, aber, ja. Wie sagt man da? Abschöpfen. Abschöpfen. Ja, auf Österreichisch sagt man abschöpfen. Abschöpfen. Und es gibt einen Küchenfachausdruck dafür. Französische Küche natürlich, da ist das alles aufgebaut, da nennt man es Dekreisieren. Dekreisieren? Ja. Aha. Hier, schau mal, die rote Rüben. Super. Ja. Jetzt haben wir genau dort, wo wir hin müssen, oder? Wir sind fertig im Prinzip, ja. Jetzt kommt auch das Wurzelgemüse, weil der Koch, genau. Das kocht hoch. Jetzt brauchen wir ein bisschen Platz, das heißt, das haben wir alles rein. Ja. Woo. Schnell aufgehoben gilt nicht als runtergefallen. Ja, das wird eh gewaschen im heißen Wasser. Perfekt. Das kommt auch noch rein, gell? Das auch, nur das Geriebene nicht. Genau. Super. Du, wir haben ja, bevor wir die Sendung da jetzt machen, ein bisschen Kontakt gehabt, wir zwei. Telefon, wir haben miteinander geschrieben. Du hast gesagt, es passt gut ein Schwarzbrot dazu. Ja, das isst man, also Borsch isst man mit, da kommt eben Sauerrahm dazu, also ja. Der russische Schmand, da habe ich die mitgebracht, Kräuter und Brot. Am besten, also man kann ein Brot und mit ein bisschen Butter drauf. Ja. Oder Butter ist sowieso. Ja. Steht in Harmonie. Und ich habe vor 48 Stunden einen Teig gemacht. Oh. Einen Schwarzbrotteig. Yeah. Weil das einfach eine Zeit lang dauert von der Teigführung und so weiter. Mhm. Und siehst du, das ist jetzt ohne Sauerteig, normales Schwarzbrot mit Sauerteig. Mhm. Ich habe das aber nur gemacht auf Germbasis, mit Roggen, ein bisschen Weizenmehl. Eben gern ein Schuss Essig, ein bisschen Joghurt und das wird das beste Brot. Super. Das stellen wir jetzt da nur ein bisschen vierer. In der Zwischenzeit schalten wir uns da das Back rein. Mhm. Ober-Unterhitze. Wupp. Wir programmieren wir den Back. Ja, heutzutage muss man alles programmieren. Los geht's. Wichtig ist, dass das Blech vorher schon drinnen ist, ja? Damit es heiß ist. Und okay. Da wird das Brot draufgestürzt. Mit Backpapier machst du das, oder? Ja, genau, Backpapier. Man kann auch zum Beispiel einen Stein nehmen, dann wird das Brot noch besser, aber Backpapier, Blech funktioniert genauso gut. Aber wir haben eh nur ein bisschen Zeit. Ich glaube, es ist, apropos Zeit, Zeit für die roten Rüben, oder? Genau. Wie mache ich das jetzt? Also ich seihe das Wasser weg und das schreck's kurz. Und genau, abschrecken mit ganz kaltem Wasser. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen Kraut zerschneiden. Ja. Ja? Kraut zerschneiden, Karotten reiben, Kacheln, wie ist das noch? Hachel. Kacheln, warum merke ich das? Ja, wir haben eh noch... Ich eine Kachel. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Schluss der Sendung und du hast gesagt, bis zum Schluss kannst du das. Bis zum Schluss, ja. Wir hacheln. 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 Pass auf, wer hachelt, wer schneidet? Ich hachle noch ein bisschen. Alles klar. Ich muss ja hacheln lernen. Ja, stimmt. Du kannst ja schon hacheln. Learning by doing. Kraut, wie willst du das geschnitten haben? Ganz fein, oder? Genau, also ich würde ganz kleine Streifchen machen. Mhm. Ja. Im Prinzip so, ne? Ja. Passt dir das so? Oder warte, wir machen das noch einfacher. Und genau, dann in der Mitte, irgendwie sowas, ja. Du, das wird kein Wettbewerb, gell? Okay. Ja. Wir haben Zeit. Und die werden wir nur ganz, ganz kurz anrösten. Ja? Okay, schön, uns da schon die Pfannen hochfahren, oder? Stimmt, denke ich, könnte man so ein bisschen das Öl vorbereiten. Georgi, was willst du da jetzt drin? Normales Pflanzenöl oder Butterschmalz oder Butter oder wie machen wir es? Ich nehme nochmal Pflanzenöl. Alles klar. Also, dann halten wir am Rezept fest. Mhm. Wie viel? Ja, so. Sowas, ja.
Es ist, ich muss dazu sagen, ich arbeite nie mit so, also arbeite, ich koche nie mit Menge, also ich mache immer mit Augenmaß. Ja, das ist super wichtig beim Kochen. Ja? Ja, ich bin überhaupt kein Rezeptmensch. Wenn ich zum Beispiel was koche aus einem Buch, weil ich ein Kochbuch sehe, wo ich mir denke, das möchte ich kochen, ja, nach der vierten Angabe ist bei mir Anarchie. Also okay, ich kann mich schlecht an Sachen halten. Und ich finde, also in der Mehlspeisküche geht das leider nicht, weil da musst du halbwegs genau sein, aber... Ja. Aber beim freien Kochen ist wichtig, dass man einfach einen Horizont hat, wo man auch noch Lust und Laune wird. Ja. Und gerade bei so einer Suppe, die ein Antopf ist, Eintopf ist und die aus einer Axt sein könnte. Ja, ja eben. Da darf man ruhig ein rustikal an die Sache rangehen. Ja. Ich glaube, Karotten haben wir. Genug. Ist das da hinten unsere Krautpfanne, oder? Die größere würde ich ja bekommen. Kann ich da schon rein, oder? Mhm. Und dann die rote schnell dazu, oder? Genau, ja, oder die rote kommt sofort nach. Es wird doch noch eine Challenge. Mhm. Bist du schon wieder fertig leicht, oder ich, was? Ich bin im Prinzip, ich fürchte mich, weil es kommt noch rote Rüben, es ist, wird uns die Pfanne fast zu klein. Ja? Ich werde dann das weglassen, die zwei. Okay. Mhm. Passt das ja so für dich? Wunderbar. Wunderbar. Du, und wie kommt die Zwiebel jetzt noch ins Spiel? Zwiebel ist auch noch ein Thema, Zwiebel oder? Zwiebel wird mit rote Rüben und Karotten. Okay. Zusammen. Also wir werden zuerst einmal Karotten und Zwiebeln so glasig braun machen und dann kommt rote Rübe dazu noch das, und dann kommt Tomatenmark. Ja. Ja. Und diese Mischung und dann kommt diese Sojasauce, so ein kleiner Trick. Ja. Ja. So eine kleine Raffinesse, ja. Ja, so eine kleine Süße. Und dann die geheimen Kräuter, die zeige ich dir noch. Perfekt. Das Kraut auch noch. Ganzes Kraut rein. Oder reicht das uns das? Das ist einfach im Prinzip. Weil es geht schon ein bisschen zusammen wahrscheinlich. Ja. Der nächste Schritt da ist Zwiebel. Da ist, ich nehme zuerst Karotten, weil die brauchen länger, und dann Zwiebel. Alles klar. Ja, genau, also im Prinzip das hier. Ja, passt. Das kann man im Prinzip da reinhauen. Schau. Ich komme da in die Suppen rein. Und das da. Und ob du mit in die Pfanne. Super. Ja, Wahnsinn, wir haben den Herd vollstens ausgelastet. Das passt gut, oder? Heute wieder mal richtig aufgekocht. Mhm. So, die Zwiebeln, ja, ich tue es ganz im Prinzip. Was wir machen können, ist zum Beispiel in die Suppe. Ja. Mhm. Die Schale jetzt, oder was? Oder nein, die Zwiebel? Nein, in die Suppe tue ich so einfach so. So, rein, zwei Stück, fertig. Und das machen wir klein gehackt, also so richtig so kleine. So. Ja, genau. Wow. Zack. Reicht das so? Wunderbar, ja. Mhm. Mhm. Also wir sind beschäftigt. Du hast aber Speed drauf, das ist geil. Okay, warte mal, ich probiere. Ich mache das sehr langsam. Ja, es passt auch. Das Endergebnis ist dasselbe. Aber ich sag dir einen Trick. Ja. Wenn du hinten was drauf lässt, auf der Zwiebel, dann zerfällt sie nicht und dann tust du viel leichter mit dem Schneiden. Ja. Dann schneidest du einmal so mitten rein und dann geht das ganz easy. Okay, das. Ja, gelernt ist gelernt. Ja, sowieso. Apropos gelernt, du hast eine Gesangsausbildung genossen in deiner Jugend oder Kindheit. Ja, ja, ich war in der Sowjetunion, war ich in einer eigentlich einfachen Musikschule im Prinzip. Ja. So eine Standardmusikschule, wo man hingeht, wenn man so extra. Ja, ich war in normaler Schule und dann bin ich noch abends in die Musikschule gegangen. Ja. Okay. Plus habe ich noch so Privatunterricht, nicht mit Gesang, sondern mit Klavier. Ich habe damals noch Klavier gelernt. Ja. Mhm. Aber das wollte ich nicht. Ich habe mich immer geweigert, Klavier zu üben, weil ich wollte immer draußen mit meinen Freunden spielen. Und meine Mutter war aber sehr streng und die hat gesagt, du übst. Und so bin ich da gesessen und habe geweint und geübt. Ja, aber deine Mama hat ja damals wahrscheinlich schon ein bisschen das Talent Musik bei dir entdeckt, oder wie war das? Ja, ich bin eines Tages eben wieder im Pionierlager. Im Pionierlager gibt es ja verschiedene Aktivitäten für
für die Schüler, also für die Kinder. Ja. Und ich bin in einen Chor reingerutscht irgendwie. Und irgendwann hat der Chorleiter aus mir den Hauptvocal gemacht, also Hauptsänger. Und hinter mir ist der Chor gestanden und hat dann dazu gesungen. Und bei einer Aufführung vor Eltern ist dann dieser Chorleiter zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, ah, da müssen Sie was machen, also das Kind, da müssen Sie was machen. Und ab dem eben ist losgegangen mit Musikschulen, Privatunterricht, noch extra üben und so weiter. Also ja. Wie alt warst du? Ja, 10 war ich oder sowas. Wahnsinn, ja. Ja. Und dann ist der hingegangen. Nur mehr Klavier spielen da war wahrscheinlich, noch mehr, oder? Und das wollte ich dann nicht. Das war mir echt zu viel. Also damals, also jetzt bereue ich ein bisschen, weil ich spiele zwar ein bisschen Klavier, aber so richtig schön so Noten, zum Beispiel Solfeggio und solche Sachen, also das hat mich nicht interessiert, weil ich konnte das schon nach Gehör im Prinzip so eine Präludie, wenn du als Übung hast, ich höre sie mal an, wie es der Lehrer spielt und im Prinzip merke ich es mal, schaue ich ein bisschen so auf die Noten und dann spiele ich es eh schon irgendwie. Ja. Ja, also, so. Und somit habe ich so konkret Noten nie gelernt, dass ich es wirklich vom Blatt spielen kann, also kann ich nicht. Ja. Ja. Aber das ist vielleicht, hat das nicht nur Nachteile, ist vielleicht ein Vorteil beim Improvisieren in der Musik, oder? Ja, vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Sei es wie es sei. Ja. Ich meine, sehr Wahnsinn geworden, was daraus passiert ist. Ja, ja. Also, da hab ich habe wirklich Glück, dass ich von dem, was ich wirklich sehr, sehr gern mache, ich liebe Singen, ich liebe Musik, ich liebe Rock'n'Roll, ich liebe Bühne und dass ich davon leben kann. Ja. Mhm. Und ich hoffe, dass diese Zeiten wieder zurückkehren, so bald wie möglich. Das hoffe ich auch, weil das geht nicht nur dir ab, sondern das geht auch im Publikum ab. Das geht im Publikum, ja, ich bin mir auch sicher. Ja, hundertprozentig. Die Kultur ist das Wichtigste in einer Gesellschaft, finde ich. Ja. Und Musik gehört her, Live-Musik, der Austausch zwischen Musik und Publikum und so, das ist eine irrsinnig spannende Situation. Yeah. Riecht hervorragend, hä? Man, das riecht so gut. Wenn das Kraut ein bisschen fortkriegt. Geil, geil. Super. Gehört da jetzt der Zwiebel zu den Karotten, oder? Jetzt bitte, ja. Jetzt haben wir die Zwiebel dazu rein. Reicht dir das an Zwiebel? Ja, das ist gut, ja. Mhm. Wunderbar. Und drinnen ist es. Ich würde sagen, da fasst ein bisschen, also eine Spur Öl vielleicht dazu. Ja. Dazu. Sehr gern. Ja. Ganz einfaches Pflanzenöl. Manchmal braucht es nicht mehr. Brauchen wir sonst noch irgendwas drinnen? Im Prinzip. Irgendeine Würzung? Ja, die ganzen Geheimsachen kommen in diese Pfanne. Ja, ja, sehr gut. Da müssen wir schauen, dass wir nicht zu viel braten. Okay, und dann geht da oben zurück. Ein bisschen weniger hier, genau. Ja. Ja. Genau, weil sonst zerfällt sie irgendwann, gell? Ja. Weißt du, was ich jetzt schnell mache? Ja. Weil ich sehe, da läuft alles, das schaut super gut aus. Ich lege jetzt das Brot ins Rohr. Genau. Wir haben da das heiße Blech, Achtung heiß. Und dann hoffe ich, dass ich das Brot aus meinem Gärkorb rausbringe. Ah. Gibt es was, auf was man aufpassen muss, wenn man so ein Brot selber macht? Ja. Ich zeige dir, auf was man aufpassen muss. Schwuppsdiwupp. Dadurch, dass es jetzt ein bisschen anbiegt ist, kriegt es nur geilere Krusten. Ich schneide da einfach ganz vorsichtig, weil das relativ flüssig ist, aber das ist gut. Ein bisschen ein. Und dann fahre ich gleich mit 240 Grad Hitze drauf, aber nur 10 Minuten, damit das gleich oben ein bisschen kross wird. Das wird ein super Brot. Thema Brot erledigt. Super. Und dann habe ich nur eine Frage. Du hast zuerst da diese Tomatenmark, Tomatensauce ausgezaubert. Ja. Die ist selber gemacht, oder? Der Georgi hat gesagt, er braucht Tomatenmark und ja, wenn es die Zeit ergibt, mache ich Tomatenmark selber. Und was muss man da aufpassen? Ja, da gibt es verschiedene Verfahren. Also das eigentliche Tomatenmark, Chris, kommt ja aus Italien, der Gedanke.
Und die haben früher die Tomaten zum Trocknen auf die Dächer gelegt. Das ist per Sonnenhitze getrocknet worden und dann ist zermörsert worden. Und dadurch hat sich die Flüssigkeit zersetzt von der Tomate und es bleibt der pure Tomatengeschmack über. Heutzutage macht man das so ähnlich wie Powidl. Also das lässt man lang einreduzieren, Wasser, also die Flüssigkeit reduziert weg und am Ende bleibt, also das macht man entweder im Backrohr oder im Topf. Weil du sagst, lang einreduzieren, das bringt uns zur interessanten Frage an den Georgi. Georgi, du bist in der Sowjetunion aufgewachsen. Ja. Da war ja Nahrungsüberfluss ja nicht so unbedingt das Thema. Also jetzt nicht böse gemeint, sondern da hat man ja sehr viel eingekocht, oder? Und sehr viel eben so Eintöpfchen so gemacht, oder? Ja. Ja, irgendwann in so 60er Jahren oder war das 50er Jahre, also nach dem großen Krieg, hat die Regierung jedem die Möglichkeit gegeben, also 600 Quadratmeter Garten sich anzumelden, damals in der Sowjetunion. Das ist aber ein schöner Gedanke eigentlich. Ja, oder? Das ist super. Super, ja. Und ja, meine, es hat natürlich nicht jeder bekommen können, ja, das, aber unter Moskau war das, ja. Und meine Großeltern haben dort eine Zähle bekommen, ja, und wir haben dort, weiß nicht, Karotten, Kartoffeln, sehr viel Grünzeug und so weiter. Rote Rübe. Rote Rüben haben wir das auch gehabt, weiß ich gar nicht. Also, manche haben es gehabt und so hat man getauscht, auch dort innerhalb von dem Dorf. Dirjevne, ja, hat man gehört. Dacia kann man auch sagen. Also meine Großeltern haben eine Dacia gehabt und wir haben dort selbst angebaut. Und es hat an nichts gefehlt an und für sich. Es war nicht diese Überangebot an viele verschiedenen Sorten von Käse. Du kommst in ein Geschäft und sagst, bitte einmal Käse. Und du bekommst ein Käse, ja, du wirst nicht Käse, ne? Aus welcher Region oder mit was, ein bisschen Knoblauch oder Nüssen dazu, nein, es gab einfach Käse. Genauso bei Brot, ja, es gab ein sehr gutes Brot, so Schwarzbrot, Weißbrot, fertig. Fertig, ja, super. Was willst du noch mehr, ja? Genau, so ist relativ einfach gehalten, aber an nichts gefehlt, so kann ich von meiner sowjetischen Jugend nur in positiven Tönen sprechen. Sehr schön. Ja. Gibt nichts Besseres, wie wenn man von der Kindheit positiv reden kann. Ja. Und ich finde es auch immer interessant, Einblicke zu erhalten in Dinge, die, weil wir sind jetzt alle schon eine Generation, also du, wir zwar, wir haben einen Mauerfall ja gar nicht erlebt. Also wir kennen das ja gar nicht, dass es ein geteiltes Europa gibt. Ja. Du kennst das ja schon noch quasi, ne? Ja. Ja, für mich war jetzt nicht die Mauer, das war Ende der Sowjetunion und so. Aber ich bin schon 1989 nach Österreich gekommen und somit, übrigens, meine Mutter hat einen Österreicher geheiratet und der kommt aus dieser Gegend, ja, er kommt aus Bad Aussee. Sehr und, gut. Ja, und überhaupt einer meiner ersten Besuch in Österreich war in Bad Ischl am Country Festival. Wirklich? Ja, ja, also ich bin nicht einmal, war nicht einmal, damals in dem, kannte ich diese Musik nicht so richtig, ja, muss ich dazu sagen, ja. Und ich komme zu diesem Bad Ischler Country Festival, ich glaube, dann gibt es regelmäßig, oder? Ja, aber es war schon mal, also das ist früher war es das größte von Europa. Ja. Das stimmt, ja. Und das letztes war ist Wahnsinn. Leider ist es gibt es immer noch, aber nicht mehr in dieser Größe. Nicht mehr in der Größenordnung. Ich habe dann die Musik wirklich gern gewonnen. Ich habe tatsächlich als Bassist sogar in einer Country-Band gespielt. Wirklich, ein Jahr lang oder so, ja. Ja. Super cool. Hat mir total taugt, ja. Du, ich reibe da jetzt schon die ganze Zeit die rote Rüben. Ja, passt das eh, oder? Die braucht man eigentlich schon unbedingt oder da drin. Ja. Weißt du, wie es heißt bei uns? Gehachelt. Ja, es ist da! Vor Sendungsende. Gehachelt. Also wenn auf dem nächsten Ruskaya-Album ein Song mit Gehachelt auftaucht, wissen wir, woher kommt. Ja. Genau. Schau dir das an. Ich liebe rote Rübe. Ja. Rote Rübe ist, glaube ich, mein Lieblingsgemüse. Ich mache da ein bisschen Platz. Ne? Ist so gut, so erdig. Ist der Platz für mich da, also für die rote Rübe? Ja, so ein bisschen, ja. Das ist schon die erste oder die zweite schon? Das ist die zweite. Die zweite, okay. Geht sich vier haben wir insgesamt. Und darf ich dann noch eine Frage in den Raum werfen, ja, wenn die rote Rübe da reingewandert ist? Ja. Warte, gut mal, ich überlege mir, ob wir nicht Platz tauschen, weil sonst geht sich diese zweite und dritte nicht aus. Zum Umrühren, weil es gehört genug und da kommt Tomatenmark. Schau, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Und das ist fertig im Prinzip. Ja. Schau her, wir dann da so. Ich tue jetzt einfach, okay? Genau, einfach da rein. Super. Das tun wir da rüber. Das ist sozusagen vorbereitet, da kann ein bisschen was drinnen bleiben. Das macht nichts, hätte ich gesagt, oder? Ja, das stimmt. Dann stellen wir uns das da her für später. Mhm. Da ist das große da rein. Und wir nehmen einfach schon die Pfanne und dann geht's gleich weiter.
Jetzt haben wir noch machen wir Hälfte, Hälfte. Dann haben wir noch ein bisschen Öl dazu. Ja, genau. Jetzt geht es drunter und drüber, so soll das sein in der Küche. Jetzt kocht das schon, da haben wir ein bisschen weniger beim Sechser. Ja, schauen wir mal, ob du besser zusammenkommst. Ja, super. Das tun wir da rein. Sehr gut, dann werde ich dich gleich mit meiner nächsten Frage belabern. Wie ist das eigentlich, wenn man auf Tour unterwegs ist mit Verpflegung? Es ist natürlich unterschiedlich. Also ich mag ganz besonders so Festivals, die so ein bisschen mittelgroß sind, wo so wirklich die Leute selber dort direkt... Da kriegt man besseres Essen, ne? Ja, also es gibt wirklich so manche so familiär betriebene Festivals, wo die Leute wirklich dort irgendwie mit kochen und selber kochen. Und dann wird es meistens geil. Aber auch so, wenn du zum Beispiel Wacken Open Air spielst, ja, das ist so einer meiner aller Lieblingsfestivale. Ja, da hat Ruskaya auch schon 4 oder 5 Mal gespielt, gell? Ich glaube. Fast mehr. Also wir sind tatsächlich fast jedes Jahr dort eingeladen gewesen. Aber wir spielen jedes Jahr auf einer deren Veranstaltungen. Das heißt, was weiß ich, es gibt so Winter Nights, es gibt Full Metal Holiday in Mallorca, es gibt Winter Nights in Österreich, also in Bergen, also mit Schnee. Und Ruskaya immer mit dabei. Und Ruskaya darf immer dabei. Es gibt Full Metal, Boat. Ja? Mhm. Und das ist auf einem Boot. Auf einem Kreuzfahrtschiff. Ja. So geil, also wirklich. Das ist natürlich gut, da kommen ein paar gute Leute zusammen, oder? Ja, schon, ja. Genau, das haben wir da rein. Wie ist eigentlich dann die Backstory von Ruskaya? Wie bist du, weil es ist ja... Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, wie was? Die Geschichte von Ruskaya. Die Geschichte von Ruskaya, ah. Na, weil über das haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Wir wissen, dass du sehr erfolgreich bist, dass du überall unterwegs bist, aber... Na, die Geschichte ist, ich habe im Jahr 2001 gab es in Wien irgendwie oder in einem Buchgeschäft, ob das Thalia war oder irgendein Buchgeschäft, gab es Monat der russischen Literatur. Ja? Und ich habe mir gedacht, Monat der russischen Literatur, da gehe ich mal rein, schau mal, vielleicht irgendein russisches Buch kaufen und so. Und da Tolstoi, Dostoevsky und so lauter Klassiker natürlich wurde hervorgehoben aus den staubigen Ecken. Aber und plötzlich sehe ich ein Buch und damals war das ein Buch. Es war so blau, ein roter Stern und ein CD war beigelegt. Und die haben gedacht, Russian Disco. Ein Buch mit CD, genau, das war Russian Disco. Von Wladimir Kamina. Ja. Und ich habe so die CD angeschaut und gedacht, lustig, kenne ich die Bands. Ja. Da habe ich ein Buch gekauft, CD gekauft und so CD angehört. Und gedacht, geil, lustige Musik. Und ein Buch durchgelesen und dort beschreibt er, wie in Berlin gerade sie Russian Disco veranstalten. Beschreibt Wladimir Kamina, wie irrsinnig gut das funktioniert und aufgeht und irrsinnig beliebt ist und lalala. Ja? Und dann gedacht, lustig, wenn es in Berlin funktioniert, funktioniert es in Wien auch. Ja? Und habe irgendwie ganz zufällig dann getroffen den Dimitri Miller, der spielt bei uns Bass. Ja? Und haben gesagt, Dimitri, mach mal so eine lustige Band, wo wir so ta-ta-ta, ein bisschen Dudel-Dudel, ein bisschen rockig und so. Und er hat gesagt, ja, super, da kenne ich sogar einen Saxophonisten. Und ich kenne da einen Geiger und so. Und haben wir irgendwie uns zusammengestellt. Erster Konzert und sofort, bam. Ja, es hat mega funktioniert, die Leute sind abgegangen. Damals im Club Ost am Schwarzenbergplatz wurde der Club Ost eröffnet in Wien. Und wir haben bei der Eröffnung unseren ersten Konzert gespielt. Also das ist so ja. Gleich mal gescheit Schmelzer da, ja? Ja, das hat wirklich. Und es wurde dann immer ausverkauft und boom, voll. Und irgendwann bräuchten wir schon größere Locations. Und dann ist gegangen mit Festivals. Wir wurden eingeladen auf viele, viele verschiedene Festivale. Und dann ist es so dahin gegangen, ja. Also so hat es angefangen im Prinzip. Und läuft immer noch gut weiter? Und es läuft weiter im Prinzip, ja. Und natürlich, viele Kollegen sind jetzt andere Kollegen als am Anfang. Also Leute schon mal kosten, kommen und gehen, kann man das jetzt nicht so sagen, aber es ist so, ja. Manchen ist es zu viel, für andere zu wenig und so. Wie ist das dann, wenn man eine Tourband ist und gleichzeitig aber auch noch in einer Fernsehsendung dabei ist? Also ja, das ist ja auch sehr spannend, oder? Ja, aber wir sind seit 2008 bei Willkommen Österreich. Also genau. Die haben einfach... damals dieses Konzept gehabt und haben gedacht, okay, wir brauchen irgendeine lustige Partie. Da stellen wir uns in Studio rein, ja, und das waren wir. Mhm. Wir haben uns gefragt, wir haben gedacht, okay, ein Jahr lang probieren wir das. Ja.
Das war 2008, seit 14 Jahren sind wir jetzt dabei. Irgendwie. Sie haben auch nicht gedacht, dass das so funktionieren wird. Ja? Also das ist mega aufgegangen. Also das ist natürlich jetzt nicht nur, aber wirklich, weil Grissmann, Stermann machen das wirklich sehr lustig. Ja, kennst du übrigens deren deutsche Kochschau? Ja, freilich. Ja, wirklich. Ja, an dieser Stelle schaut euch hier dazwischen durch die deutsche Kochschau. Ja, ist einfach lustig. Also ich glaube, Rezepte sind dort jetzt ist sekundär. Super, ja. Ja, die haben ja eine zweite Kochshow auch, wo es Andi und Alex nachmachen, finde ich auch sehr gelungen. Das sieht auch schon Jahre aus. Sowieso kenne ich das, kenne ich alles. Eigentlich müsste man die zwei mal zu uns holen. Ja, schauen wir mal, was alles möglich ist. Vielleicht kannst du uns der Georgi ja mal schicken. Ja, aber apropos, wir waren zuerst bei Musik. Wir hören halt von dir auch noch Musik, oder? Ja, ich werde noch mal singen. Ja, sehr gut. Ich liebe singen. Womöglich passt das eh gerade gut rein, oder? Weil wir sind doch gleich so weit, oder? Wir sind im Prinzip ziemlich gut weit. Jetzt geben wir rein. Tomatenmark und jetzt kommen ein paar Geheimnisse. Alles klar. Ein paar geheime Kräuter, weißt du, ich habe dir was mitgebracht. Zeig hier, Georgi, was hast du Feines das ist, mit? Das ist jetzt nicht traditionell, dass man das in Bursch reingibt, aber ich habe dir mitgenommen Chmelisuneli. Ja, das ist ein georgisches Gewürz. Meine Vorfahren kommen ursprünglich aus Georgien, also meine Großväter, beide, kommen aus Georgien. Und das ist, da steht ja sogar auf Deutsch, sogar was drin ist. Fenchel, Basilikum, Salz. Ja, Gott sei Dank, weil sonst würde ich es nicht lesen. Majoran, Sellerie, Fenchel. Ich möchte jetzt einfach mal rein. Genau, und wir geben, aber musst du Dill ist da drinnen, 100%. Dill ist sicher auch da drinnen. Mhm. Und da gebe ich davon rein, also eigentlich auch nach Gefühl. Ja, ja sowieso. Also im Prinzip so wie wir... Irgendwie so. Hm? Sehr fein. Mhm. Schauen wir später dann. Später kosten wir das nochmal. Super, warte, ich mache dir das zu. Geil. Dann kannst du Handwaschen, oder? Das heißt, ja, dazu ein bisschen Tomatenmark. Tomatenmark steht vorne, ja. Mhm. Den gehen wir ganz rein. Da sind wir ja zum Netz zugeschaut. Und währenddessen da drinnen, im Prinzip, wenn die Kartoffeln schon essbar sind, ja sind's. Und Karotten und so alles, was dazugehört, im Prinzip auch. Das passt alles perfekt, ja. Dann machen wir das im Prinzip auch klein. Mhm. Also ich sage ja im Prinzip mehrmals, gell? Ja. Ich schätze mal, schau mal. Ich wiederhole mich auch immer jetzt wieder. Jetzt muss man ein bisschen timen. Das heißt, das braucht noch vielleicht 10 Minuten. Und das soll nicht zu lang kochen. Das heißt, wir warten noch ganz kurz, oder? Warten noch ganz kurz, geben das rein und dann im richtigen Moment hier. Weil sobald du rote Rüben reingegeben hast in den Haupttopf, darfst du nicht mehr aufkochen. Okay. Ja? Das schafft man. Das schafft man. Aber ich habe jetzt schon eine Zeit, dass ich zu meinem Brot schaue. Da schalte ich jetzt ein bisschen zurück. Aber das wird alles zeitgleich fertig, sage ich da. Ja. Okay. Super. Ah, jetzt haben sie es hier nicht. Jetzt haben sie es nicht gesehen. Kriegst du schon her. Ein bisschen braucht es noch. Wir haben vergessen. Wir haben was vergessen. Lorbeerblatt. Sehr wichtig, oder? Ja. Wie viel kommen rein? 3 bis 4. 3 bis 4. Ich hätte gesagt, wir geben ein extra Blatt dazu, weil wir es vergessen haben. Okay, ja. Oder? Klar. Blup. Genau. Was fehlt uns noch? Eigentlich. Weißt du, was ich mache? Du hast uns ja einen richtig guten russischen Sauerrahm mitgebracht, oder? Ja. Und ich habe mir gedacht, wir dann den aus dem Becher und rühren uns den ein bisschen in der Schüssel an, oder? Einfach nur, dass wir drin haben. Ja, aber du brauchst eine Größe, ich habe nämlich ein Kilo Smetana mit. Das ist ja Russ. Dann nehmen wir mal den. Vielleicht sowas, ja. Oder wir machen zwei, weil wir sind viel Leute. Ja. Wir machen zwei Schüsseln, das stellen wir einfach in die Mitte dann, oder? Genau. Dann kann sich jeder ein bisschen nehmen. Und dann brauchen wir natürlich für unsere Kräuter auch noch Schüsseln, die stelle ich uns auch schon her. Ja. Das könnte ich in der Zwischenzeit machen. Mhm. In Zwischenzeit, was den Bursch betrifft, schau mal, wir haben Kraut. Kraut steht hier Standby, bereit zum Reinschmeißen. Alles wir wollen das nicht zu lang kochen. Das heißt, jetzt ist der Moment, weil das ist schon fast, diese Masse ist schon fast fertig. Ja. Die ist gut durchgeröstet. Ja, riecht da extrem gut. Riecht sehr gut. Knoblauch ist ein guter Gewürz. Ja. Ja. Jetzt geben wir das rein und geben hier ein bisschen mehr Gas. Ja, aber wie viel Zeit haben wir insgesamt noch? Insgesamt würde ich sagen, es wird wahrscheinlich in 5 bis 7 Minuten fertig. Das hört sich noch in der Lead-Nummer an von der Zeit her. Yeah. Oder? Ja. Machen wir das jetzt? Ja. Weil dann hock uns ich alle Kräuter zusammen und du spielst uns was. Was hältst du davon? Sehr gerne. Oder? Und dann können wir das nur so lassen. Ich mache den Sauerrahm dabei, ich bereite uns was vor und du gibst uns ein bisschen Russen-Disco. Cool, ja?
Vasilki, дальняя дорога, сердце стонет от тоски, а на душе тревога. Эх, раз, а еще раз, а еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, а еще много-много раз. Ай, что ты говоришь? Ой. Две гитары за стеной жалобно заныли. Детство памятный напев, ай, милый мой, ты ли? Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много-много-много раз. Ай, еще раз, а еще много-много раз. Опа! Ай, да ре ре ре. Ай ра ре ре ре, ай ра ра ре ре ре, ай ре 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 ре, ай ре ре ре. А как тебя мне не узнать? А на тебе лежит печать страстного веселья, а бурного похмелья. От зари и до зари танцую, мучусь, сетаю, напой же мне, наговори, а ты песню не допетаю. Эх, раз, еще раз, а еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, а еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, ай, не, не, ай, на, не, 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 ай, ай, не, 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 еще раз, еще много-много раз. Раз, еще раз, еще много-много раз. Много раз, эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Das macht Spaß. Jetzt ist es nur härter geworden, der Herr Wiener. Ja. Die roten Rüben sind schon ganz rot, schau dir das an. Ja, meine Rübe ist auch rot. Robert, ich hab da was vorbereitet für dich, schau. Ah, danke. Hokus Pokus, bitte sehr. Merci, Bratsche. Vielen Dank. Sehr gern. Yeah. Georgi, wie schauen wir aus? Wir sind im Endspurt. Ja. Yeah. Endspurt, das ist die Zeit, wo man ein bisschen timen müsste. Ja, haben wir schon gesagt, genau, ja. Aber das schaffen wir sind zu zweit. Ja, ja. Oder? Was wir noch ein bisschen machen, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe dir ein 20er Soul. Ja? Hm? Sag mal, 20er Soul, wie kann ich das übersetzen? Soul aus Spanien. Ja? 20er Soul. Ich kann das nicht so genau, ich schaue dir nach, warum das genau so heißt. Da drin ist Knoblauch, Koriander, Bockschornklee. Bockschornklee, ja. Bockschorn, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, ja, Kreuzkümmel. Ist ja, ich sage mal? Saat, also Samen, ja. Okay. Ja. Genau. Ist drin. Ein bisschen Kurkuma, Paprika, roter Pfeffer ist drinnen. Und das macht noch ein bisschen. Dann gibt es das.
Mm. Das ist ein sehr angenehmer Geruch. Und dann das bringt noch ein bisschen Power rein, gell? Ja, wie riecht das für die Zuseher zu Hause? Einfach, ja, das ist einfach, alle Zutaten, die da drinnen sind, irgendwie machen halt einen speziellen Geruch. Einen speziellen Geschmack, ja. Ja, und einen speziellen Geschmack. Ist schwierig zu beschreiben. Kannst du einen Geruch beschreiben, Chris? Na. Aber vielleicht erinnert es an was? Nein, gar nicht. Das ist ganz speziell. Aber richtig gut. Ja. Apropos ganz speziell, Jorge, ich habe dir zuerst, weil du richtig Druck gemacht hast da mit deiner Musikerinnen, ja. Diesen Schmand oder Sauerrahm da in die Schüssel gegeben. Ja. Erklär uns mal kurz. In Deutschland sagt man Schmand. Ja, genau. In Samoran, der Frussig heißt das Smetana. Smetana. Smetana, ja. Das ist im Prinzip ein Sauerrahm, der ist sehr, sehr, der ist relativ fett. Also dieser hat 30 Grad, Prozent und ja, diese 22%. Genau. Weil bei uns hat der Sauerrahm um die 15%. Ja, ja. Ja. Russischer Sauerrahm ist deftig. Ja. Und von diesem Sauerrahm habe ich für dich was mitgebracht. Ein besonderer Löffel, mit dem man diesen Sauerrahm ja. portioniert. Ja. Sehr fein. Ich habe da schon zwei Löffel drinnen. Und das ist diese, was wir dann die einfach da raus? Ja. Die gehen wir da rein? Das ist dieser russische Löffel, ist gleichzeitig ein Geschenk. Wirklich? Ja. Oh. Danke, danke. Ja. Den werde ich in Ehren halten. Den stellen wir einfach so dazu, oder? Was genau, sagst du? Dazu und mit dem tust man dann Sauerrahm dazu. Sehr fein, vielen Dank. Darf ich dann nur eine Frage in den Raum werfen? Ja. Bitte geht's. Da wir die ganze Zeit so russische Gerichte kochen und ich will überhaupt nicht auf Klischees reiten, aber was ich mir mal so erzählen habe lassen von einem Freund, der in Russland lebt, trinkt man nicht beim Kochen manchmal gerne ein Schlückchen Wodka? Ist das nicht? Ja. Ja, haben wir ja zuerst schon besprochen, durch. Ja, ja, aber kann, nur, weil das ist so. Man kann so einen kleinen Wodka zur Aufheiterung der des Gesamtorganismus schon nehmen. Ja. Schon, oder? Ja. Also ich kann nur sagen, Krauli, aus meiner Erfahrung, seitdem ich die Sendung produziere, ja. Krauli ist ein großer Fan des Kochweins, das ist in jeder Sendung drinnen. Ah, den gibt es halt eher durch. Genau, das weiß ich, aber zum Wort. Aber, statt aber was wir hier handhaben mit Wodka, ich kann dir das sagen. Wir werden jetzt super gediegen dieses russische oder osteuropäische Rezept genießen ja. und dann trinkt man Wodka miteinander. Ostmitteleuropäische, ja. Genau. Wir machen hier Folgendes. Das ist fertig. Das ja. ist fertig, das drehen wir ab. Hier. Das geben wir hier, geben wir ein bisschen mehr Gas jetzt, weil wir jetzt Kraut dazugeben. Okay? Perfekt, ja, super. Kannst du mir bitte ein bisschen helfen? Ich halte das rein und wir... Ich mache das mit den Fingern, also, wir haben alle gewaschene Hände. Super. Oder? Ja, super. Ja, jetzt, super. Wenn es jetzt ein bisschen einmal aufkocht, so, ja. Ich bin schon so neugierig. Dann darf man auch schon mal kosten? Ja, probieren wir mal. Ja. Vielleicht fehlt noch ein bisschen was Salz, das kann sein schon. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Salz fehlt. Hoppla. Ja. Ich sag dir, dass das mindestens viermal so viel Salz vertragt, wie wir eine da haben. Aber das musst du sagen. Nein, voll. Nein, ja, wirklich. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so ausgibt. Haben wir noch einen Löffel, dass Georg auch kosten kann. Also. Aber ich wasch da den vom Sauerrahm ab. Den hat noch niemand im Mund gehabt. Mhm. Probierowatsch. Ich finde das super. Ja. Ich bin schon gewohnt, so, weil die Kinder wollen nicht zu viel gesalzen. Ist egal, ja. Nein, ist eh besser, wenn man es nachsalzen kann. Mhm. Passt. Weil das kommt nämlich dazu, da haben wir schon ein bisschen Salz, Spezialsalz, Spezialgewürz, Knoblauch. Und man serviert ja auch natürlich, also zum Beispiel das Brot in Russland, ja. es ist ein Willkommensgeschenk. Und das Brot, so wie du das zum Beispiel jetzt gekocht hast, so ein rundes, wird als Willkommensgeschenk gebracht und da drauf steht eine Schüssel mit Salz. Chleb ist Soll. Ja, das ist also quasi, heißt willkommen in unserem Haus. Chleb ist Soll. Ja, genau so werden wir das auch machen. Salz werden wir extra und wenn jemand ein bisschen nachsalzen will, dann salzen wir einfach noch. Dann ja. salz, das Brot salz war gut, noch. Das Stichwort. Ma. So. Super. Ja, das haben wir jetzt fertig. Super. Das muss eh ein bisschen heraus liegen bleiben noch. Ja. Und wir machen das jetzt wie. Eine Schüssel hast du? Da. Eine kleine Schüssel oder wie? Eine Schüssel, da haben wir das Salz, dann haben wir so richtig groß. Ja, sicher machen wir das. Ist das zu groß? Nein, das geht auch im Prinzip. Super. Normales Salz? Ja, ganz normales Salz. Super. Schau, dann nehmen wir mal gleich den Löffel dazu. Ja. Und das steht man dann oben so drauf, oder wie? Ja, das, also meistens gibt es ja so ein bisschen Dehne drin und so. Super. Wir machen das jetzt wie bei jeder Held und Herz-Sendung. Wir richten das einfach auf einen Holzbretel an. Schon ganz rustig. Schau her, und das stellen wir uns dann in die Mitte.
Das Herzstück ist das Brot, wie du gesagt hast. Schau her. Mhm. Zack, bumm. Genau, den Sauerrahm stellen wir nachher daneben. Und alles andere kommt dann noch dazu. Machen wir uns dann einen Topf. Ja. Oder was sagst du? Wunderbar, das schaut gut aus. Ist schon der richtige Zeitpunkt für die rote Rübe, oder? Ich glaube, es ist bald soweit. Schaut gut aus. Das Rotkraut macht ja auch richtig gut von der Farbe her, gell? Es wird nämlich noch roter mit dem Rotkraut. Ah. Super, wir sind, das ist fast jetzt der letzte. Am Finale. Oder? Am Finale, ja. Wo sehr die Suppe ein bisschen mit Kraut aufgekocht ist und jetzt kommt diese Masse rein. Ja, ja, da helfen wir wieder zusammen, oder? Ja, dann machen wir das. Ja. Ein Gemeinschaftsprojekt, die ganze Kocherei. Ja. Und das bringt jetzt die Restfarbe in die ganze. Genau, das ist die Restfarbe. Und da gibt es noch einen kleinen Trick. Borsch. Ja. Gib mir noch einen Trick, wenn du das reingegeben hast, dann noch verrührt. Warte, ich halte das kurz einmal rein, dass das da oben geht. Genau. Und dann eine halbe Zitrone auspressen. Zitrone? Da rein. Ja, genau. Das gibt ein bisschen dann Zitrone haben wir da, schau her. Farbe, ja. Perfekt. Super. Eine halbe die Zitrone. Eine halbe Zitrone, ja, genau. Ich mache das halbe so. Wunderbar. Dann fange ich die Kerne auf, verstehst? Und das färbt das jetzt nur mal ein bisschen rötlicher, ja, oder? Ja, das verstärkt also diese rote. Die Säure wahrscheinlich, oder? Die rote Farbe, ja. Wie das funktioniert chemisch, kann ich leider nicht sagen, aber. Das passt doch. Hauptsache, es funktioniert. Ja. Ich bin die ganze Zeit schon so am Kosten. Das kenne ich normal gar nicht so von mir, aber mir reizt es einfach so, weil ich das noch nie gegessen habe in meinem Leben. Darf man da jetzt schon kosten oder ist es zu früh? Warte eine Sekunde, wir vermischen das. Ja, ja, ist zu früh. Und dann ist zu früh. Noch eine Spur dafür. Ich freue mich schon so darauf. Und wenn wir das so halbwegs so. Wir müssen. Schau mal, probier mal von da dieses. Ob Salz noch fehlt, sag mir dann. Richtig gut. Vielleicht ein Hauch, aber das kann sich eh jeder am Tisch machen, oder? Ja. Gib mal ein bisschen. Mm. So nach deinem Gefühl. Ein bisschen. Nach mein? Ja, ein bisschen. Ja, du gibst mir jetzt die Verantwortung nach für dich. Dezenten Gefühl. Danke für das Vertrauen. Ja, 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 das ist gut. Das vermischen wir und jetzt darf es nicht mehr aufkochen. Das heißt, wir drehen ab. Lass uns noch ein bisschen nachziehen, oder? Mhm. Und das haben wir am Ende, oder wie? Und das haben wir fertig. Chris, wir treffen uns gleich da drüben am Tisch. Cut. Lieber Georgi, was für ein Fest heute mit dir und deiner Familie, alle da. Das ist ein Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Rauli, für diese Möglichkeit, hier bei dir in der Sendung Borsch kochen zu dürfen. Das ist wirklich was schön. War eine super große Freude für mich. Ja. Um jetzt richtigen Appetit dafür zu erzeugen, lass uns singen. Unbedingt. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне еще за вами душу бы развеять от тоски. Да. Зовет меня, да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Але, лай, 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 лай. Glass or two. Remember how we laughed away the hours. Dream of all those things that we would do. Those were the days, my friend. We saw they never end. We'd sing and then forever in a day. Fight and never lose. We're young and sure to have our way. Lie, 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 lie.
an so ein Tag wie jeder andere. Und doch schien mir, dass er anders war. Wenn du und ich, wir gingen durch den Frühling, um uns war die Welt so wunderbar. An jenem Tag, mein Freund, da haben wir geträumt, die Zeit blieb stehen. Allein nur für uns zwei, doch ehe wir aufgewacht und alles war gemacht, da war der Tag für uns schon längst vorbei. Так мучила меня, але лай 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 лай. Jetzt geht's los, das ist echt schmeckt.